Hallo und herzlich willkommen bei Antalya Side Livestream. Ich bin hier gerade in Tetriengöl. Tetriengöl ist ein Ort, der 8,7 Kilometer von Side entfernt ist, in Richtung Alanya, nicht in Richtung Antalya. Also insgesamt auch vom Flughafen, also dadurch auch gute 370 Kilometer entfernt ist. Ich bin hier gerade vor dem Kaya Hotel in Tetriengöl. Gleich ein Hotel weiter ist das Nashira Hotel. Und jetzt schauen wir uns mal hier die aktuelle Lage hier in Tetriengöl am See und am Strand an, die dort gleich beieinander sind eigentlich. Wir sind hier in einem Ort, der gute 3000 Kubikmeter groß ist. Tetriengöl. Sagt man noch, ne? Kubikmeter dazu, ja. Und das Schwimmen im See ist mittlerweile untersagt. Man darf hier nicht mehr schwimmen. Aufgrund der ganzen Abfluss von den Hotels, das Chlor und alles, was in den See hier reinschwimmt. Und auch die ganzen Pflanzen aufgrund der Lebensgefahr, dass man sich dort irgendwie verhaken kann oder verfangen kann. An einer Pflanze darf man hier also auch nicht mehr schwimmen im See. Aber es ist ein sehr schöner Ort, wo man hier schön spazieren gehen kann, einfach abschalten kann. Ich war hier in der Pandemie sehr oft spazieren, weil wir hatten ja auch richtig Strandverbot während der Pandemie. Wir durften noch gar nicht an den Strand gehen. Und hier ist auch, ja, guten Tag an alle. Hallo, herzlich willkommen. Und Tetriengöl ist auch ein Ort, wo auch ein großer Wald ist. Und hier auch, wie gesagt, ein großer See ist. Und viele Hotels drumherum. Und das schauen wir uns jetzt, wie gesagt, alles mal an. Die aktuelle Lage. Hier ist auch der große Uhrturm, der schon seit Jahren auch nicht funktioniert, also die Uhr nicht funktioniert, sagen wir mal so. Die Hotels machen hier Mitte April erst hauptsächlich auf, also zu Mai, Ende April, Mitte April, wenn man zum Mai reingeht, machen hier viele Hotels erst auf. Und das ist hier der See in Tetriengöl, ein Blick von hier aus. Liebe Leute, hinten sieht man noch die Berge. Und hier ist auch, wie gesagt, man darf hier gar nicht schwimmen. Man darf hier auch gar keinen Müll da lassen. Da kann man sich hier schnell strafbar machen, wenn man eine Kontrolle sein sollte. Weil der See ist wirklich wegen den Menschen halt nicht mehr sehr sauber. Und wie gesagt, das Schwimmen ist hier definitiv untersagt, weil hier auch sehr viele Pflanzen sind und auch der Sauerstoff im Wasser auch sehr wenig sein soll, steht hier überall. Und hier das Kaya Hotel direkt am See und hat auch sicherlich einen schönen Strandabschnitt, wo wir jetzt auch hingehen werden. In Tetriengöl. Das ist in Tetriengöl, die jetzt neu dazu gekommen sind. Wir sind am See von Tetriengöl. Wo auch hier der See ist, wo wir gerade sind. Und gleich 50 Meter weiter auch gleich das Meer ist. Da gehen wir auch gerade hinzu. Und so schaut es heute aus in Tetriengöl. Liebe Leute, am 5. März. Also es werden hier Vorbereitungen gemacht, da vorne ist auch ein bisschen was am Bauen. Es gibt die Busverbindungen hierher.
von Cedar aus, von Manavgat aus, hier zum See in Tetriangöl. Ein schöner Ort, um auch Fotos zu machen, spazieren zu gehen und um Zeit zu vertreiben. Für die Jahreszeit eignet sich das sowieso sehr gut, weil es ist ja gerade kein Schwimmwetter und schon gar keine Schwimmtemperaturen. Und das ist der See von Tetriangöl. Und jetzt gehen wir aufs Meer zu. Das ist hier nur ein paar Meter weiter. Hier ist erstmal der Uhrturm, der Uhrenturm von Tetriangöl. Die Uhr funktioniert schon seit Jahren nicht. Und jetzt gehen wir mal aufs Meer zu und schauen uns mal die aktuelle Lage hier am Strand an von Tetriangöl. Merhabalar, hoş geldiniz. Hallo an alle Leute, die neu dazu gekommen sind. Wie gesagt, hier eignet sie sich auch überall schön, um Fotos zu machen. Und da wird auch gebaut. Und jetzt gehen wir hier auf den Strandabschnitt vom Venus Hotel und vom Linda Resort Beach Hotel. Gehen wir geradezu. Und da schauen wir uns mal den Strand an, wie es da gerade aussieht. So, vor dem Linda Resort sehe ich gerade liegen. Das heißt, es könnte sein, dass das Hotel schon auf hat oder auch vorbereitet wird. Und jetzt gehen wir hier auch aufs Meer zu. Wie gesagt, man darf nicht im See schwimmen. Hier ist der See und hier ist das Meer. Und wenn man Richtung Hauptstraße geht, ist ein paar Meter weiter noch der Fluss von Manavgat, der auch hier durch Tetriangöl geht. Und man hat hier sehr viel Wald und sehr viel Naturschutzgebiet, hier in Tetriangöl und Sorgun. Und hier sind wir jetzt am Strand und schauen uns mal hier die aktuelle Lage am Strand an. In Tetriangöl. Allerdings, wer nicht schwimmen kann, sollte hier nicht ins Meer reingehen, weil nach 2 Metern geht es hier steil runter. Und das ist hier sehr tief. Also wer nicht schwimmen kann, soll hier nicht ins Wasser gehen. Das Wasser und der Strand hier ist ausgezeichnet mit der blauen Flagge. Also ein international anerkannter, sehr sauberer Strand und Wasser. Auch mit teilweise feinem Kieselsand. Und hier kann ich auch zeigen, dass hier schon, dass man nicht weitergehen soll, dass es dort schon markiert ist, dass es hier sehr tief ist. Und so schaut es aus heute am Strand vom Tetriangöl. Wie gesagt, im See darf man nicht schwimmen, aber ein paar Meter weiter ist das Wasser ausgezeichnet mit einer internationalen blauen Flagge. Also es gehört zu einem sehr, sehr sauberen Wasser und Strand. Und wenn man ins Wasser geht, ist da auch Kiesel, kleiner, feiner Kieselsteine. Aber es ist halt sehr tief hier.
Also wer nicht schwimmen kann, sollte bitte hier ins Wasser gehen, zu meiden. Man sollte hier meiden, ins Wasser zu gehen, wenn man nicht schwimmen kann. Und so schaut es aus nach Sturm, nach Regen, nach Kälte aus im Titreengöl. Der Strand ist sehr, sehr sauber. Das sieht man hier auch. Obwohl wir richtig Sturm hatten. Und hier, man sieht, da wird sehr stark vorbereitet. Ist schon sehr vieles abgerissen dort vorne. Und das ist hier die aktuelle Lage am Strand von Titreengöl. Für alle, die es hier kennen oder für die es auch nicht kennen. Titreengöl ist, wie gesagt, insgesamt 73 Kilometer vom Antalya Flughafen entfernt. 8,7 Kilometer von Side entfernt. Liegt hier Titreengöl, wo der See ist, wo ein tiefer, wo das Meer ganz tief ist, wo der Fluss ist, wo ein Naturschutzgebiet ist, also eigentlich ein sehr, sehr schöner Ort. Und in der Pandemie durfte man bis hierher kommen. Bis hierhin durfte man kommen, aber man durfte nicht zum Strand. Wir hatten richtig Strandverbot hier, dass die Leute nicht zueinander kommen. Und dann hat man sich hier, da war hier immer sehr voll, haben sich hier sehr viele Leute aufgehalten. Und man durfte halt nicht zum Strand gehen. Und ins Wasser war das schon verboten zur Corona-Zeit. Der Strandabschnitt von La Branda Excelsior. Das weiß ich jetzt nicht, wo der ist. Ich glaube, der müsste aber nicht hier in der Nähe sein, sonst wird es hier ausgezeichnet sein. Also hier ist das Venus Hotel und das Linda Resort Beach, der Strandabschnitt. Und wenn man die Straße hier geht, kommt man auch in die Einkaufsstraße von Titreengöl. Geschäfte gibt es hier nicht so viele, wie man es in Side, Kumke oder Evrenzeki kennt, weil hier auch sehr viel Naturschutzgebiet ist, wie gesagt. Und der Turm ist nicht so klein, wie der hier ausschaut, der Uhrturm. Also ist schön, hier auch Fotos zu machen. Und das ist hier der See von Titreengöl. Titreengöl, wo der Name herkommt. Titreen heißt zittern und Göl heißt See. Also der Ort heißt zitternder See. Der Name stammt auch daher, weil hier durch den ganzen Wind immer so ein bisschen halt das Wasser vom See auch durch den Wind ein bisschen wackelt hat, das Wasser, sag ich mal jetzt immer so. Kleine Wellen entstehen halt durch den Wind. Und daher heißt er halt zitternder See, dass er zittert. Ne? Durch den ganzen Wind, der dort immer kommt und sich die kleinen Miniwellen hier dadurch entstehen. Daher wurde die Ortschaft hier Titreengöl genannt. Also Titreen heißt zittern und See heißt Göl, das heißt zitternder See dadurch. Daher stammt halt der Name auch von Titreengöl. Und wie gesagt, auch ein schöner Ort, um ein bisschen Zeit zu vertreiben und die Seele einfach baumeln zu lassen. Man kann hier schön Fahrrad fahren.
So ein Fahrradweg, das Blaue. Ja, hier gibt es immer noch viele Hunde. Aber die sind jetzt wahrscheinlich dort, wo sie Futter finden können. Aber das letzte Mal, wo ich hier war, waren ja auch noch Hunde. Die ziehen wahrscheinlich dann immer weiter. Die Vögel waren auch viel mehr jetzt vor, sag ich mal, vor gut 4 Wochen, wo ich hier war, das letzte Mal. Die ziehen ja auch weiter. Und nochmal hier das Kaya Hotel. Der schöne Blick in Richtung Sonne, die hinter den Wolken dort versteckt ist gerade. Also es ist ein sehr ruhiger Ort. Hier dürfen keine Autos fahren. Die Fahrräder dürfen hier fahren. Aber Autos dürfen hier nicht fahren. Und daher eignet es sich auch sehr gut zum Wandern, zum Spazieren. Wie es da auch gerade dort hinten zu sehen ist, einige Menschen machen. Also immer wenn ich hier jetzt bin, habe ich auch mal Katzenfutter dabei, weil ich weiß, dass mir hier ein paar Katzen über den Weg laufen. Aber irgendwie sehe ich heute keine Hunde und keine Katzen. Bekomme mal die Vögel, die fressen das auch gerne. Kann ich mal hier die Vögel ein bisschen damit füttern. Das schmeiße ich gerade ein bisschen. Da kommen auch die Vögel jetzt in die Richtung. Ja, da kommen schon viel mehr Vögel jetzt auch dazu. Ich gehe mal ein bisschen weiter weg und dann kommen die auch ein bisschen näher, weil die haben auch natürlich ein bisschen Angst. Ich wundere mich gerade, dass keine Katzen jetzt gerade hier sind. Normalerweise sind, wie gesagt, hier immer an bestimmten Stellen Katzen. Und jetzt sind die Vögel näher gekommen, wo ich halt das Futter auch hingeschmissen habe, ins Wasser. Ja, ganz gerne natürlich. Die freuen sich sehr über Leckerlis. Die Tiere. Leckerlis gibt es hier bei uns nicht, also die Stangen gibt es hier nicht bei uns und das mögen halt die Tiere hier auch sehr gerne. Und das war hier, oder das ist hier die Tränengül und leider auch Schmutz, sehr viel Schmutz da, was auch sehr traurig ist. Obwohl es hier streng verboten ist, und wenn hier die Leute ihre Körner essen müssen und das dann auch hier leider in den See reinschmeißen müssen. Ne? Und deswegen ist halt auch das Schwimmverbot jetzt da, wegen dem ganzen Schmutz auch. Auch der ganze Schilf. Also Fotos kann man hier machen ohne Ende, liebe Leute. Da hat man überall immer einen
sehr schöne Aussicht, ein schönes Panorama. Je nach Licht hat man dann hier halt auch sehr schöne Möglichkeiten, um Fotos zu machen. Hier rechts ist gleich die Anlage vom Kaya Hotel. Und da sieht man jetzt hier, dass hier keine Autos rein dürfen. Also hier dürfen höchstens Fahrräder rein. Aber Autos dürfen hier nicht rein. Und da habe ich auch natürlich hier draußen geparkt, wo man dann hier rein darf. Und wenn man da hoch geht, kommt man zum Nashira Hotel, wie gesagt. Und das war heute die aktuelle Lage vom Tetraengel am See und am Meer, liebe Leute. Es werden gerade ein paar Vorbereitungen gemacht. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ich will mich dann fürs Erste verabschieden. Ich wünsche euch allen einen schönen Abend. Ne, das Labrante Excelsior weiß ich nicht genau, wo das ist, aber ich kann das schauen und da kann ich auch mal hinfahren. Aber ich weiß jetzt nicht, wo das ist, ehrlich gesagt. Es gibt auch hier dort in ein paar neue Hotels am Fluss, aber so wie das da genau gegenüber. Wenn man jetzt genau geradeaus gegenüber schaut, ich weiß jetzt nicht, welches Hotel das ist. Was sind hier sehr viele Hotels entstanden die letzten 3 Jahre. Aber sobald ich weiß, wo das ist, werde ich da auch noch mal dazu im Livestream hingehen. Bis dahin wünsche ich euch allen einen schönen Abend und auf Wiedersehen, auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.